Herr Armin Rosbacher, Vertreter der Pflichtschullehrer in Vorarlberg. Eine neue Studie der OECD sagt, Österreichs Lehrer unterrichten zu wenig, verdienen aber zu viel. Was sagen Sie dazu? Die Aussage in der Klarheit ist falsch. Man muss sich die Studie ganz genau anschauen, was wir jedes Jahr machen, und auf Stimmiges bzw. Unstimmiges hinweisen. Unstimmig ist für uns das zu wenig Arbeiten für den Pflichtschulbereich. Die Zahlen beziehen sich zum Teil auf den Sekundarbereich 1, und da geht es eindeutig um die höheren Schulen. Die haben eine andere Lehrverpflichtung als Lehrer und Lehrerinnen bei uns in den Pflichtschulen. Was den Verdienst angeht, da können wir gerne darüber diskutieren, ob das der Verdienst für einen Lehrer oder eine Lehrerin angemessen ist oder nicht. Nun bewegt sich der Verdienst österreichweit in allen Lehrbereichen stark über dem Durchschnitt der OECD-Staaten. Ist das angemessen? Sind also die anderen Lehrer zu billig bezahlt oder sind wir zu teuer? Ich interpretiere die Ergebnisse anders als Sie. Wenn man sich die Staaten rund um Österreich anschaut, dann hat natürlich die Schweiz ein ganz anderes Lohnsystem, auch Deutschland, auch jetzt Länder, die ein bisschen weiter weg sind wie Luxemburg. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht vergleichen mit Bulgarien oder anderen Ländern, ohne diese Länder eben abwerten zu wollen. Die haben ein anderes Lohnniveau, ein anderes Preisniveau, und der Vergleich hinkt. Ich bin natürlich Lehrer und Lehrerinnenvertreter, und ich sage das auch ganz klar, das Anfangsgehalt eines Lehrers, einer Lehrerin ist deutlich zu niedrig. Wenn man in einem Alter ist, wie ich es eben bin, dann ist das der Verdienst gut. Nun ist es ja so, dass Österreichs Lehrer zwar weniger unterrichten, aber insgesamt mehr arbeiten als der Durchschnitt in den OECD-Staaten. Also Hausarbeiten korrigieren bzw. Schularbeiten. Ist es da ein Problem, dass unsere Lehrer mehr unterrichten sollten, wie von der Regierung gefordert? Kann man über alles reden, nur kann man das nicht akzeptieren, mehr unterrichten bei weniger Gehalt. Es wird also keine Interessensvertretung auf der ganzen Welt akzeptieren. Ich traue mich zu behaupten und auch zu beweisen, dass Pflichtschullehrer und Lehrerinnen in den Volksschulen und auch in den Mittelschulen mindestens gleich viel unterrichten wie in den OECD-Durchschnitt. Die Aufteilung der Tätigkeiten, Vorbereitung, Nachbereitung etc., das ist in den Ländern unterschiedlich gewichtet. Also ich war in Finnland, ich habe dort gemerkt, dass fast alle Kollegen zur zweiten der Klasse stehen, dass es sehr viel Unterstützungspersonal gibt an den Schulen, die es bei uns in Österreich nur in ganz, ganz geringem Ausmaß gibt. Sie haben schon angesprochen, in anderen Ländern gibt es das Team-Teaching. Die OECD sagt auch, bei uns sind die Klassen zu klein. Könnte man hier Klassen zusammenlegen, um das Team-Teaching bei uns zu ermöglichen? Ja, die Zahlen kenne ich auch und auch die Aussagen dazu. Und ich würde da meinen, sich hineinstellen in eine Klasse, die also deutlich mehr als 25 Schüler und Schülerinnen beinhaltet, das soll jeder gerne machen. Also ich kenne das von vielen Kollegen, ich kenne es auch aus dem eigenen Leben. Ich war ja Hauptschullehrer lange Zeit. Zu sagen, das spielt keine Rolle, ob jetzt eine Klasse 17 Schüler hat oder 27 oder mehr als 30, das ist völlig fern der Praxis. Wo sehen Sie denn den Verbesserungsbedarf im Gegensatz zur OECD-Studie? Den Verbesserungsbedarf sehe ich deutlich. Eine Anhebung des Anfangsgehaltes, ganz klar. Und die Kurve kann dann ohne weiteres niedriger verlaufen. Das sagt auch die Gewerkschaft seit vielen Jahren. Gleiche Ausbildung, das hat man jetzt in mühseligen Verhandlungen hergebracht. Und natürlich auch das Begleitpersonal muss in ausreichender Zahl an die Schulen kommen. Wieder Beispiel Finnland oder Südtirol oder auch andere Länder wie Frankreich. Die Wertschätzung der Lehrer und Lehrerinnen ist deutlich höher. Es gibt also nicht hier diesen Neidkomplex, den wir zum Teil auch feststellen. Es gibt Ansätze, nur das kostet dann auch was. Und dazu muss man sich bekennen.